Hallo und herzlich willkommen zu einem Domitalk, natürlich wieder mit mir, dem Dominik. Heute sprechen wir ein bisschen über die EA Play zu der eigenen Veranstaltung von Electronic Arts zur E3 2016. Am Sonntag, den 12. Juni 2016, war ich ja in London und durfte die EA Play besuchen. Und dort konnte ich schon zwei Spiele anspielen, und zwar FIFA 17 und Battlefield 1. Welcome everyone. Welcome to EA Play. Zudem gab es EA Originals, Mass Effect Andromeda, Titanfall 2, NFL oder Madden NFL 17, ja, Battlefield 1 und FIFA 17. Und was das jetzt alles ist, werde ich euch jetzt alles erzählen. Fangen wir mit EA Originals an. Und zwar, EA Originals ist ein Programm, also keine Anwendung, sondern ein Programm, wo die Indie-Entwickler unterstützt werden und mehr Geld quasi bekommen für die Entwicklung des Spiels. So, das ist EA Originals. Und es gab schon ein erstes Spiel, und zwar nennt sich das B müsste es, glaube ich, gewesen sein, ja. Den Trailer seht ihr denn jetzt hier. Der nächste Punkt ist Mass Effect Andromeda, also der nächste Abfolger der Action-Reihe, und es wird neue Charaktere geben. Die Frostbite Engine wird benutzt. Steht hier, ne? Wie bei FIFA 17 jetzt aktuell. Und EA hat einen Behind-the-Scenes-Trailer rausgehauen, den werdet ihr jetzt sehen. Our survival as a species has always depended on our drive to seek out the undiscovered, push beyond our limits, and expand the boundaries of our known world. With Mass Effect, we are going further than ever before. To Andromeda, to build a new home for humanity. Imagine distant star systems with remote and hostile planets, teeming with alien life and civilizations. Worlds where adventure, danger, and the unknown are waiting to be discovered. We've created a universe that you will lose yourself in. A whole new galaxy for you to explore.
EA hat zu einem Madden NFL 17 angekündigt und einen Trailer dazu rausgehauen. Den werdet ihr gleich sehen. Vorher kommen wir noch zu der eigenen E-Sports-Liga zu EA. EA Majors, so heißt die eigene Liga von EA, wo die E-Sportler quasi spielen können. Also da gibt es zu einem Battlefield 1, FIFA 17 und ja, Madden NFL natürlich. Das war die EA Major. Und hier kommt jetzt nochmal der Trailer zu Madden NFL. Welcome to Denver. I'm Brandon Gordon alongside Charles Davis as the 2016 NFL season is underway. Hold up, this the game that shows us. Pioneer started on my corner like the corn rush. Had lining up the block like a gold rush. Saying live fast and die young is what they told us. Seconds left. The Broncos fighting for their playoff lives. The snap, hold, it's blocked. T.J. Ward blocked it. And in the most improbable of ways, Denver is going to the playoffs. Play it first on Xbox One with EA Access. Das nächste Spiel ist Titanfall 2. Mein absolutes Lieblingsspiel. Ich war ja schon von Titanfall 1 so doll begeistert, dass ich quasi das nicht gespielt habe. Vor lauter Freude. Und zwar gibt es erstmals eine Einzelspielerkampagne bei Titanfall 2 und natürlich haben sie dazu auch einen Trailer. Den werdet ihr jetzt sehen. BT-7274. Your data recorder says your original pilot was killed in action. Correct. My original pilot was KIA. I am now linked to Rifleman Jack Cooper. Who authorized this? We had no other options. What are your protocols? Protocol 1, link to pilot. Protocol 2, uphold the mission. Protocol 3, protect the pilot. Hat sich bei Titanfall 2 quasi nicht geändert. Also die Grafik ist, glaube ich, so relativ gleich geblieben. Basiert, glaube ich, auch noch auf der Frostbite Engine, soweit ich mich recht erinnern kann. Und eigentlich ist das Spielprinzip gleich. Du springst quasi von oben aus irgendeinem fliegenden Ding runter und bekämpfst dich. Und dann steigst du in irgendwelche Roboter, die dir auch den Arsch retten können. Was sie in Titanfall 1 nicht gemacht haben. Das ist so die einzige Änderung, die ich wirklich noch im Kopf habe. Sonst ist es relativ gleich geblieben. Wer weitere Informationen zu Titanfall 2 haben möchte, kann sich einfach auf PlayNation.de oder auf GameStar.de mal ein paar Informationen zu Titanfall 2 durchlesen. Weil ich habe jetzt nicht alle Änderungen und Neuerungen im Kopf und deswegen kommen wir jetzt zu FIFA 17. FIFA 17, das revolutionierteste FIFA 17 seit 1993.
EA Sports. It's in the game. About the talent of this young man, Alex Hunter. He had a wide choice of clubs to sign for. Today his journey begins as he makes his Premier League debut. I haven't seen a kid coming out of the exit trials generate this much interest in years. I never expected anything like this. Yes! A goal for Alex Hunter on his debut. You're in the big league now. You have to raise your game. You need representation, you call me. Wow! Check this place out! Just don't get too carried away. It can disappear just like that. Life doesn't always give you what you want, does it? I'm ready. You'll get your opportunity, Hunter. Just get me out of there. Oh, we might as well pack this season in now. What was he thinking? I want to stay and fight for my place. I won't let you down. Alex Hunter, an outstanding goal. Welcome to the Premier League. This young man has everything. We're going to make history. Incredible, Hunter! My name is Alex Hunter. You don't know me. But believe me, you soon will. Erstens, das Spiel basiert jetzt auf der Frostbite Engine. Es hat eine Geschichtskampagne, The Journey, mit Alex Hunter. You don't know Alex Hunter? Believe me, you will. Tatsächlich kannst du nur einen einzigen Spieler spielen, und zwar Alex Hunter. Du fängst quasi als Jüngling an und musst dich hocharbeiten. Du kannst quasi die Laufbahn entscheiden und kannst sagen, ja, das mache ich jetzt oder das mache ich jetzt nicht. Und das wird glaube ich, deine Laufbahn quasi entscheiden. Du kannst entweder der größte Noob sein oder du kannst so ein Messi sein, der überall durchflitzt. Und es ist cool gemacht, aber es haben schon einige gesagt, wäre cooler gewesen, wenn man seinen eigenen Spieler hätte. Wäre, vielleicht kommt das ja bei FIFA 18 raus, dass du deinen eigenen Spieler stellen kannst und quasi so eine vorgefertigte Kampagne gibt. Weil viele haben sich auch gewünscht, ja, ich will meine eigene Spielerkampagne-Story haben, so. Ich will HSV, nicht Manchester United, so zum Beispiel. Du kannst nur in der Premier League spielen. Das ist auch noch eine wichtige Information, das war mir am Anfang nicht bewusst. Es war so viel Adrenalin, es war so viel los bei der EA Play. Aber es war geil. Und ich konnte tatsächlich FIFA 17 schon spielen. Und ich sag euch ganz ehrlich, das ist wirklich, also Peter Moore, der auf der Bühne stand bei der EA Play und FIFA 17 da präsentiert hat, der hatte recht. Das ist das revolutionierteste FIFA seit Ewigkeiten. Das Spiel ist viel, viel realistischer. Und es ist nicht mehr so schnell, weil man kennt das ja noch aus FIFA 14. Da konntest du, glaube ich, mit Messi einfach mal so durchschießen und das Tor machen. Bei FIFA 17 musst du ruhig angehen und musst teambasiert spielen. Du kannst nicht tatsächlich nur einen Spieler in deiner Mannschaft haben, der absolut stark ist, ne, und einfach überall durchgehst, sondern du musst mit dem Team arbeiten. Es war krass und das Elfmeterschießen hat sich derbste geändert. Ich habe das nicht verstanden und mit dem ich da gespielt habe, mit dem Curry, sehr, sehr cooler Boy, ja. Kann ich nur so sagen. Mit dem habe ich noch ein Rematch mit dem FIFA 16 offen. schöne Grüße an dich. Und was wollte ich jetzt sagen? Verdammt. Ja, das Elfmeterschießen hat sich geändert. Genau, das wollte ich jetzt sagen. Es ist nicht so, dass du diese Leiste da hast, grün, gelb, rot, sondern das ist jetzt ganz anders. Wir haben 2-2 gespielt nach Verlängerung und mussten Elfmeterschießen. Wir haben das so derbste verkackt,
war geil. Ich habe glücklich gewonnen, tatsächlich. Aber wir haben es beide nicht gecheckt, wie man Elfmeter schießt. Und es funktioniert jetzt ganz anders. Wie genau, kann ich euch nicht sagen, weil ich das Tutorial, also diese Einführung bei FIFA, nicht durchgelesen habe. Was ein Fehler war, aber gut. Aber sonst ist das Spiel echt geil. Die Frostbite Engine sieht hammermäßig aus. So die Zuschauer an sich sind immer noch relativ gleich geblieben. Also ist, manche stehen auf und machen hey und die anderen machen wuh. Ist es eigentlich relativ gleich geblieben. Aber die Frostbite Engine, muss ich sagen, ist sehr, sehr cool geworden. Einwürfe haben sich geändert, das allgemeine Gameplay, wie schon gesagt, mit dem Team. Und kommen wir denn jetzt zu Battlefield 1. Glaube ich, aktuell gehypteste Spiel ist Battlefield. Bin ich ganz ehrlich, und ich bin auf diesen Hype-Train mit drauf. Ich bin ja eigentlich immer der, der auf dem Call of Duty-Kiddy-Zug sitzt. Aber dieses Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen, ist COD für mich Geschichte. Battlefield 1, absolutes Premium-Spiel. Ich konnte es schon spielen. Es muss noch was getan werden, klar. Aber es ist Hammer. Es ist einfach nur der Wahnsinn. Also, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich das Spiel spielen dürfte. Erstens, ich bin unter 18, ja, erstens das. Und, aber die sind sehr, sehr cool bei EA. Die haben gesagt, ja, komm rein, kannst rausgucken. Weiter zu Battlefield. Ja, es ist eigentlich quasi wie ein, ja, es ist ein normales Battlefield, aber eben halt ein Weltkriegsszenario. Und du kannst tatsächlich gefühlt alles zerstören. Ist ja, glaube ich, auch so bei Battlefield 4 oder so. Ich weiß jetzt nicht, wie das alles bei Battlefield 4 nochmal war. Ist es sehr, sehr cool gemacht, auf jeden Fall. Und allgemein dieses Luftschiff oder der Zeppelin, Hammer. Es ist einfach nur der Wahnsinn, wenn du den abschießt und der knallt auf die Erde rauf. Es ist verdammt cool. Ich freue mich schon, wenn es dazu die erste Beta gibt. Ich hoffe, ich kann es zocken und ich freue mich schon auf das Spiel. Ich will es am liebsten jetzt haben. Und lange Rede, kurzer Sinn. Das war die EA Play, soweit ich jetzt alles abgehakt habe. Star Wars natürlich. Hoppala. Schmeiß ich mein Mikrofon fast weg vor lauter. Star Wars. Ja. Keine Ahnung, was da passiert ist. Da habe ich echt meinen Kopf abgeschaltet. Also da habe ich echt nur auf mein Handy geguckt, Twitter abgecheckt. Ich habe. Also Star Wars, tut mir leid. Ich weiß nicht, was so viele Leute an Star Wars geil finden. Ich schlafe meistens immer ein bei Star Wars. Das ist einfach so. Ich weiß nicht, was die Leute an Star Wars so mega geil finden. Ich find's okay. Warum liegt hier ein Krümel rum? Also ganz ehrlich, Star Wars fuckt mich nicht so ab wie bei den anderen. Das ist cool, aber nicht meins. Und deswegen kann ich euch leider nicht viel zu Star Wars sagen. Sie haben einige neue Sachen angekündigt. Ich glaube auch für
Mobile haben sie eine Menge angekündigt. Aber sonst kann ich euch leider nicht viel sagen. Deswegen tut's mir leid, falls ihr jetzt von mir irgendwas zu Star Wars erwartet habt. Wie gesagt, PlayNation.de, GameStar.de, liest euch das einfach durch. Link ist unten in der Beschreibung. Die ist auch manchmal sehr, sehr praktisch, die Beschreibung. Dann bedanke ich mich einmal fürs Zuschauen. Denn an den Typen von EA, dann nochmal ein Dankeschön an EA, an die Menschen, die dort waren von EA, weil die absolut nett waren. Es gab erstens gratis Drinks. Ich musste gerade an meine Mutter denken, sorry. Gratis Wein, sag ich nur. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Nächste Woche, Montag, gibt es weitere Informationen zu den ganzen E3-Spielen, Ankündigungen. Und dann geht's ganz normal weiter. Ich habe gesagt, Mittwoch soll es ein Doomy Talk geben. Jetzt gibt es eben halt Samstag 1. So, und falls ihr London sehen möchtet und ein bisschen behind the scenes quasi zu EA Play. Ja, behind the scenes kann man jetzt echt nicht sagen. Also eher so relativ London. Guckt euch einfach den Vlog an. Dann war es das jetzt von meiner Seite. Genug gequatscht jetzt. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Haut rein. Tschüss.